Hauptmann sagt, du hast ihn auf frischer Tat ertappt. Nimm am Tisch Platz, Eingeweihter. Es gibt viel zu besprechen. Kommt dir irgend... Offenbar hat Sandara schon berichtet, Sir. Aber ich habe ungefähr 1 Million Fragen. Geschichtsstunde, Jack. Ich liebe Geschichtsstunden. Das Reich der Nebel ist eine Welt ungezügelter Magie. Eine Magie, die so wild und formlos ist, dass man sie unmöglich beherrschen kann. Ich glaube, da war ich schon mal. Irgendwann kam die Pentasaat in die Welt und erschuf die Quellen. 5 große Anker, die das Reich der Nebel mit Avium verbanden. Von dort verbreiteten sich die Kraftlinien und zogen sich durch beide Welten. Womit sie die Magie des Reichs der Nebel in eine nutzbare Ressource verwandelten. Wenn jemand die Kraft einer Quelle einfangen könnte, hätte er mehr Kontrolle über die Magie als jeder Magnus vor ihm. Wie ein lebender Kraftturm könnte er Magie direkt aus ihrem Ursprung beziehen und sie vielleicht sogar von den anderen Magni weglenken. Sandrak hat genau das geschafft. Wir glauben, dass er im Besitz eines Thradakul ist, ein Schöpfstein. Dieses Artefakt verleiht Kontrolle über die Quellen. Das war es also, was sie in den Ruinen wollten. Ganz recht. Mit dem Stein wird Sandrak irgendwann unseren Zugang zur Magie komplett austrocknen. Und dann endet der ewige Krieg. Endet? Das soll heißen, er erobert Lucium? Das soll heißen, er erobert ganz Avium. Sir, bei allem Respekt und so, ihr liegt falsch. Verzeihung? Oh oh. Wie ihr selbst sagtet, Magie ist eine Ressource. Nur weil Sandrak eine Quelle angezapft hat, ist seine Macht nicht endlos, nur wahrscheinlich ziemlich gigantisch. Wenn er einen Weg gefunden hat, den Schöpfstein zu nutzen, können wir das auch. Wir holen ihn uns zurück und... Gute Neuigkeiten, Schwester. Der Frieden ist nah. Ihr dürft gern Zeuge sein. Natürlich. Wir sind doch unter Freunden. Wie du möchtest. Wir diskutierten gerade darüber, was wohl die beste Reaktion auf deine Schändung der Quellen sei. Auch dass es keinen Ausweg gibt. Treffen wir uns bei Nossea, um die Bedingungen eurer Kapitulation zu besprechen. Wie ich hörte, sprichst du jetzt für deinen König, als es sollte... Falle! Der Junge traut mir wohl nicht. Du hast mein Wort. Die Traditionen von Aristeia werden gewahrt, ganz ohne Gewalt. Ich sehe ein Lucium, das dieses Kapitel der Geschichte überdauert. Ihr auch? Das war angsteinflößend. Wie reagieren wir? Devin, achte darauf, dass nichts mehr von ihm hier übrig ist. Sandara, sprich mit den wachhabenden Kommandanten. Wir treffen Sandrak in Nossea. Wir sind unterlegen. Nicht besiegt. Noch nicht. Jack, reden wir. Stimmt das, was Sandara sagt? Wir laufen direkt in Sandraks Falle? Es ist keine Falle. Sandrak hält die Adelstradition von Aristeia in Ehren. Er wird Nossea als neutralen Boden anerkennen. Sir, ich weiß, ihr plant nicht, euch zu ergeben. Auf gar keinen Fall. Wir werden ihn überraschen, ihn mit allem angreifen, was wir haben, und darauf hoffen, dass sein Schöpfstein zu wünschen übrig lässt. Okay, dann...
stellen wir also die Falle. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Sandrak die Magie kontrolliert. Wir müssen es riskieren. Wo wir gerade von Unsterblichen und Sandrak und Sandraks Vergangenheit als Unsterblicher reden, die ihr mir ja freundlicherweise verschwiegen habt. Ich wusste, dass das kommt. Wir haben hier nicht viel Zeit. Ich hatte das Recht, es zu erfahren. Ihr habt mich an jenem Tag rekrutiert, als Sandrak meine Heimat zerstörte. Seitdem kämpfe ich gegen Rashan. Was hätte es denn geändert? Keine Ahnung, aber was habt ihr von dieser Geheimniskrämerei? Ihr hättet mir vor langer Zeit von den Quellen erzählen können. Ihr hättet mir sagen können, wie Magie die Welt zerstört, bevor ihr anfingt, mich auszubilden. Das ist die Armee, Jack. Nicht die Akademie. Du musstest nur wissen, was dir im Einsatz hilft. Ich bin mit dieser Antwort nicht zufrieden, Sir. Ich bin mir sicher, du kannst fürs Erste damit leben. Wenn wir Nusea überleben, können wir weiterreden. Also, damit der Angriff gelingt, müssen ein paar Dinge funktionieren. Du musst das zu Captain Serko bringen. Ein Portalstein. Und ist da irgendeine Botschaft dabei? Serko weiß Bescheid. Du findest ihn in Lordsfell mit einem Bataillon Soldaten. Verstanden. Bin unterwegs. Hat nicht gesagt, was das Ding kann. Ist wohl besser, ihr wisst es nicht, Sir. Wirklich? Falls man euch erwischt. Sicher, sicher. Bloß, wenn ich wüsste, was der Plan ist, könnte das helfen. Immerhin bin ich Teil des Plans. Oder nicht? Guter Punkt. Ihr werdet es mir nicht sagen, oder? Nein. Toll. Wir sehen uns, Captain. Jack, Kirken will einen Bericht. Ich habe Captain Selko den Portalstein gebracht. Was jetzt? Triff dich mit dem Rest von uns in Nusea. Unsere Verhandlungen mit Sandrak beginnen bald. Verhandlungen? Was? Dass ich dieses Wort nochmal höre. Ich bin nervös. Aha. Wir sehen uns.
Da vorne ist Nosea. Pokerface aufsetzen, Jack. Kann ich auch was abhaben? Nicht jetzt, Jack. Also, wie lautet der Plan? Weiß nicht. Das wirkt alles ein wenig improvisiert, wenn du mich fragst. Du trägst keinen Banner? Hielt ich für unnötig. Ich hatte Hoffnung, du würdest zur Vernunft kommen. Doch jetzt weiß ich wieder, warum ich mich vor Jahren von den Unsterblichen abgewandt habe. Besessen vom Sieg, ohne Kompromissbereitschaft und immer nur den Weltuntergang im Blick. Und du willst sie einfach nur retten? Das kann ich! Und zwar hiermit. Mit der Herrschaft über die Quellen kann ich den Krieg beenden. Du meinst den Krieg gewinnen, indem du den Rest von uns vollkommen wehrlos machst. Wirklich, jedes Mal schleifst du so einen kleinen Kläffer mit. Jack hat recht. Du bist dieser Macht nicht würdig, Sandrak. Deine Luftschiffe bombardieren die freien Städte im Osten und du wunderst dich über Widerstand. Als sich das letzte Mal ein Orden Roshan ergab, hast du alle seine Botschafter lebendig verbrannt. Wenn du meinst, dass ich immer nur den Weltuntergang im Blick habe, dann nur, weil ich den Mann aufhalten will, der mit dafür verantwortlich ist. Bitte, zwing mich nicht dazu. Captain Serko. Du hast den Verstand verloren. Du hast dich nicht abgewandt, du wurdest verbannt. Und ich zahle noch immer den Preis dafür, dich verschont zu haben. Vergiss nicht, dieses Blut klebt an deinen Händen. Die Wunde! Er bewegt sie! Wir müssen gehen! Jetzt! Rückzug! Devin? Jack, du bist wieder fit? Das hätte schlimm ausgehen können. Zendara hatte echt Mühe, dich aus den Trümmern zu befreien. Oh nein, nicht sie. Wäre ich doch tot. Das wird sie nie vergessen. Nein, niemals. Wie viele haben wir verloren? Dafür, dass Sandrak eine Stadt in die Wunde gestürzt hat, überraschend wenige. Aber er hat sich Gehör verschafft. Kirk entspricht in Lavinry mit dem König. Er verlangt eine bedingungslose Kapitulation. Angeblich werden sogar Kirkens Notbefugnisse widerrufen. Wer hat denn das Sagen?
Sandara. Und ich warne dich, sie hat miese Laune. Ist doch ihr Markenzeichen. Das habe ich gehört. Ups. Komm in die Kriegskammer, Jack. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir einen Plan brauchen. Kirken mag fort sein, aber unsere Aufgabe bleibt dieselbe. Wir müssen Sandrak ausschalten und seine Macht über die Quellen brechen. Es gibt 5 davon, oder? Er wird nicht alle kontrollieren. Wir wissen vielleicht nicht, wie der Schöpfstein funktioniert oder wie er ihn benutzt. Aber wir können versuchen, Sandrak so lange auf Abstand zu halten, bis... was? Die Quellen sind uns verborgen, Jack. Unsichtbar. Sie liegen irgendwo tief in der Zwischenwelt, wo die Grenzen zwischen Avium und dem Reich der Nebel verwischen. Wir kennen nur die Lage von 2. Das Palathon ist um eine herum erbaut. Und die andere befindet sich im Turm der Masken in Rashan. Was bedeutet, dass Sandrak ihre Kraft bereits mit dem Schöpfstein abzapft? Davon ist auszugehen. Technisch gesehen kennen wir die Lage von 3 Quellen. Aber die im Fahlen Wald ist... naja, ihr wisst, was damit passiert ist. Dann bleiben nur noch 2 und nur Sandrak weiß, wo sie sind. Okay, na gut. Konzentrieren wir uns stattdessen auf den Schöpfstein. Wir wissen, wo der ist und müssen nur rausfinden, wie man ihn ausschaltet. Und das schnell. Nicht unbedingt. Meinem Wissen nach verlangt ein Thrader Kuhl einen hohen Zoll von seinem Träger. Sandrak wird sich erholen müssen, bevor er wieder auftaucht. Vielleicht bleibt uns Zeit. Womit wir beim ehemaligen Großmagnus Thaddeus wären. Kirkens Vorgänger, jetzt im Exil. Der älteste von uns, der noch lebt. So viel wir wissen, war er ein Aristea-Experte. Sollte der aristäische Schöpfstein eine Schwachstelle haben, wird er sie kennen. Theoretisch. Haarige Angelegenheit, diese Thaddeus-Situation. Das ist nicht wichtig. Kommt mir aber so vor. Sandara meint, dass es egal ist, dass Thaddeus die Unsterblichen und alles, wofür wir stehen, hasst. Denn du wirst ihn zweifellos überzeugen, uns zu helfen. Und als kleine Bonushürde, weil das Universum bekanntlich grausam ist, genau wie bei den anderen Quellen, wissen wir nicht, wo Thaddeus steckt. Seine letzte bekannte Position waren die Himmelsinseln von Oremen, in der Bibliothek von Akoth. Okay, und worauf warten wir dann noch? Ich gehe nach Oremen, Klinken putzen bei der Bibliothek. Leider ist es nicht so einfach, nach Oremen zu kommen. Eingeweihter. Du musst erst lernen, auf einer Kraftlinie zu reiten. Devin, du unterstützt Jack. Zeig ihm, was er zum Fliegen braucht. Bereit, wenn du es bist, Jack. Du brauchst einen Zauber, um auf der Kraftlinie zu reiten. Und einen starken Magen. Warum? Was für ein Zauber ist das? Wie die Peitsche. Nur mit Panik, Drehschwindel und Höhenangst. Zum Glück gibt es in der Egge ein Nebeltor, wo du einen findest. Die Egge drüben in Schergraben? Verstanden. Also gut, ich beeile mich. Aber hey, geht's dir gut? Wir haben nie richtig über die Sache in Nosea geredet. Ganz ehrlich, ich weiß es selber nicht. Was soll ich bei all der Zerstörung schon fühlen? Ruf mich, wenn du den Zauber hast, und dann geht's weiter.